Ich darf Sie alle herzlich begrüßen zu unserem Garmisch-Symposium. Ich sitze hier in Hamburg und es gab am Anfang etwas technische Schwierigkeiten aufgrund der Tatsache, dass irgendwie gab es Verbindungsprobleme. Ich habe das gern, aber mittlerweile konnten wir das lösen. Ich freue mich. Wir haben jetzt leider 10 Minuten verloren. Dementsprechend werde ich relativ schnell durchgehen. Ich darf Sie begrüßen und zu unserem Programm. Was finde ich, basierend auf dem, was wir Ihnen vorstellen wollen, Radical Workflow, insgesamt Radical Workflow Suite, Lösung der Dinge, die Philips aktuell in der Pipeline hat, aber auch gleichzeitig, die wir schon in diversen Häusern auch installiert haben und zeigen können. Und deswegen freue ich mich, Ihnen auf dieser heutigen folgende Dinge vorzustellen. Auch der Herr Dr. Katschmar und der Dr. Kilian Weiß, beide von Philips. Philips Clinical Science, wir haben praktisch neue Dinge im Bereich von MR vorstellen, im Bereich von Artificial Intelligence, gleichzeitig Comprehensive, also was ist dort neu an Innovation. Und es freut mich besonders, dass wir auch Herrn Dr. Harder von der TU München aus der Klinik für Interventionelle und Radiologie dort begrüßen können, um uns jetzt die Hochgeschwindigkeits-MRT mittels Comprehensive und Deep Learning vorzustellen. Und besonders freue ich mich auch auf Herrn Professor Kautschur, der heute da ist und berichtet, was denn der neue CT 7500 an Vorteilen und Dingen, die ihn praktisch in der Diagnostik dort in der Radiologie unterstützen. Professor Kautschur, Leiter der Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie am Universitätsklinikum Heidelberg. Gut, dann würde ich jetzt schnell einmal kurz darauf eingehen, was wir und was für uns grundsätzlich die Strategie von Philips für die nächsten Jahre, das ist so ein Ausblick für 2022 bis 2025, was haben wir eigentlich vor? Wir wollen praktisch für Sie zusammen mit Ihnen und zusammen mit unseren Partnern intelligente Diagnostiksysteme entwickeln, die Sie innerhalb Ihrer Diagnostik weiterbringen, die Ihnen gleichzeitig durch verschiedenste Dinge, die wir entwickeln, unterstützt im Bereich von Artificial Intelligence, KI, aber gleichzeitig auch mit Technologie, die sinnhaft einsetzbar ist, sodass Sie bestimmte Dinge schneller machen können mit einer höheren Qualität. Darüber ist dann was ich eingangs sagte, Radiologie Workflow Suite, also sprich die optimierten Arbeitsabläufe, da komme ich gleich nochmal kurz drauf. Wie können wir die Vernetzung, Integration der Arbeitsabläufe und Erzielung praktisch höherer betrieblicher Effizienz, aber gleichzeitig höhere Qualität, wie können wir sie dort unterstützen mit all den Dingen, die wir tun? Und dann in der Zukunft integrierte Diagnostik, also sprich alle Daten, die innerhalb eines Krankenhauses oder innerhalb einer Radiologie und der Radiologie und des gesamten Krankenhauses zur Verfügung stehen, aus Bildgebung, Überwachung, Labor, Genomik und Querschnittsdaten, dass wir die zusammenfügen und dann über bestimmte Dinge, an denen wir arbeiten, Oncology, Dashboards, die Möglichkeit, interdisziplinär diese Daten zu tauschen, in Anführungsstrichen zu diskutieren, über sogenannte Oncology-Dashboards, wo Sie all diese Daten sehen, um Sie dann auch die richtige Therapie oder die richtige Therapie für den Patienten zu entscheiden. Also sprich, die klaren Versorgungswege, Care Pathways, an diesen Dingen arbeiten wir ganzheitlich und deswegen auch in der nächsten Folie würde ich ganz kurz nochmal drauf eingehen. Das sind die Dinge des Radiologie Workflow und das ist etwas, worüber wir heute auch sprechen wollen. Also sprich, Philips wird und ist dabei, eben Produkte und Lösungen zu entwickeln, die praktisch vom Patientendatenmanagement, also Patient kommt rein, alle Daten stehen zur Verfügung. Wie können wir dort digitale Dinge, Lösungen vorstellen oder Lösungen Ihnen anbieten, die dazu führen, dass der Patient mit all seinen Daten in den System geladen ist. Dann in der Bildgebung, dass wir Dinge eben smarte Systeme für Remote-Unterstützung zwischen den Teams, intelligente Arbeitsläufe, einheitliche Benutzerplattformen. Philips arbeitet an einer oder stellt jetzt vor, auch mit dem neuen MR, die Plattform der Zukunft, wo eben alle bildgebenden Systeme von Philips eine einheitliche Plattform haben und auch die Dinge, die dann im Rahmen von KI, AI dort entwickelt werden, integriert werden. Des Weiteren dann Bild- und Datenanalyse, wo wir mit unserem PACS dann die Möglichkeit haben, Ihnen eine Lösung anzubieten für Workflow-optimierte Arbeitsabläufe, fortschrittliche Visualisierung und Auswertung, zum Beispiel auch onkologische Verläufe von, keine Ahnung, Patient kommt im Jahre 2018 bis ins Jahre 2022, genau die Verläufe, die Sie sofort sehen, ohne dass Sie dort vorher bestimmte Dinge anmachen. Also sprich, grundsätzlich dann auch noch Befundung und Dokumentation, wo wir an Lösungen arbeiten im Rahmen der strukturierten Befundung, wo wir bestimmte Dinge auch zusammen mit Partnern entwickeln, um Ihnen, und das ist auch unser Anspruch in der Zukunft, dann den Befundarbeitsplatz der Zukunft, der praktisch Sie in Ihrer tagtäglichen Arbeit so unterstützt, dass Sie wiederum A, schneller arbeiten können, eine höhere Qualität und auch mehr Zeit für den Patienten dort einsetzen.
Dann kollaborativ, das hatte ich schon gesagt, Entscheidungsfindung und Therapie, Oncology Dashboard, wo all diese Daten zusammengefügt werden, die innerhalb, die den Patienten betreffen, dementsprechend dort in einem Dashboard gezeigt werden und für die Entscheidungsfindung und für die Therapie genutzt werden. Und zum Schluss noch die Resultate und Nachsorge, wo wir sehen, dass wir, ja, wie funktionieren eigentlich der Kernspintomograph, wie laufen die Untersuchungen, wird die Software eingesetzt, wird sie richtig eingesetzt, welche Spuren benutzen sie, dass wir sie ihren dort auch unterstützen bei den Dingen, die dann eventuell noch verbessert werden können, dass wir sie remote begleiten durch MTA-Unterstützung und all die anderen Dinge. Gut, das war jetzt mal ein Schnelldurchlauf. Ich freue mich auf das weitere Programm. Und da wir jetzt heute bei unserem heutigen Symposium in Garmisch uns auf die Bildgebung, auf die Smart Systems konzentrieren wollen, was ja auch zum Symposium oder zum Kongress in Garmisch passt, dementsprechend übergebe ich jetzt das Wort an Stefan Katschmar, der wiederum im Bereich von Was gibt es Neues im Bereich von Innovation, im Bereich MR, Ihnen vorstellen will. Gut, dann übergehe ich an Stefan. Stefan, your floor. Ja, herzlichen Dank, Michael, und willkommen auch von meiner Seite aus München. Hier hat es gerade angefangen, kräftig zu schneien. Ich hoffe, im nächsten Jahr treffen wir uns dann alle in Garmisch wieder im Schnee, aber im Hier und Jetzt für heute habe ich Ihnen verschiedene MR-Innovationen mitgebracht von Philips und nehme dabei insbesondere Bezug auf den heliumfreien Betrieb mit 1,5 Tesla. Ich habe dabei 4 Produkte ausgewählt, um Ihnen die vorzustellen. Das ist erstens der MR5300, unsere zweite Generation an heliumfreier Betrieb mit 1,5 Tesla, dann unser neues High-End-Produkt 3 Tesla, der MR7700, von Michael bereits angesprochen, MR Workspace, unsere Plattform für Qualität und Effizienz mit KI-Unterstützung und Smart Speed zur Bildbeschleunigung, was in einer aktuellen Ausschreibung der Fast MRI Challenge von Facebook gewonnen hat. All diese 4 Lösungen haben gemein, dass sie ideal in Ihren Workflow integriert werden, um am Ende eine gute Lösung für Sie zu bringen. Lassen Sie mich anfangen mit unserem MR-Produktportfolio. Das wurde erweitert einerseits durch den schon angesprochenen MR5300, ein 1,5 Tesla-Gerät, und auf der anderen Seite den MR7700, unser neues Ultra-High-End 3 Tesla-Gerät. Machen wir aber vorher nochmal einen Schritt zurück. Ein 1,5 Tesla MRT, klassisches Gerät, benötigt für die Supraleitung der Spulen ungefähr 1500 Liter flüssiges Helium. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, der gesamte Bildschirm, die blaue Fläche, die Sie sehen, entspricht 1500 Liter Helium. Probieren wir jetzt mal, was passiert, wenn wir das Helium ablassen und nur den kleinen blauen Streifen, den Sie unten sehen, übrig lassen. Weil das ist genau der Anteil, den wir brauchen für unsere BlueSeal-Magneten. Bedeutet, Sie haben weiterhin 1,5 Tesla-Gerät ohne Kompromisse, kommen aber mit 7 Liter flüssigem Helium aus. Das ist dabei komplett versiegelt, das heißt, wir benötigen keinen Quenchrohr mehr. Und selbst wenn es zum Fall der Fälle kommt, dass das Magnetfeld abgeschaltet werden muss, bleibt das Helium in dem Gerät eingekapselt und kann durch einen integrierten Kompressor eigenständig wieder verflüssigt werden, sodass Sie sich über Helium im Betrieb der Geräte keine Gedanken mehr machen müssen. Der MR5300 ist dabei bereits die zweite Generation unser heliumfreier 1,5 Tesla MRT-System und hat dabei auch einen starken Nachhaltigkeitscharakter. Denn bei allem Fokus auf Optimierung der Bildgebung sollten wir nicht aus den Augen verlieren, dass MRT-Scanner aktuell für ungefähr 20% vom weltweiten Heliumverbrauch verantwortlich sind. Und in Anbetracht in den letzten Jahren steigender Heliumpreise kommt ein Kostenfaktor hinzu. Um dieses Problem zu lösen, haben wir den BlueSeal-Magneten. Wie bereits auf der letzten Folie vorgestellt, brauchen wir weniger als 0,5% vom Helium im Vergleich zu einem konventionellen Magneten. Wobei man sich jetzt natürlich fragen könnte, wie sieht das mit der Zuverlässigkeit der Geräte aus? Und innerhalb der letzten 4 Jahre haben hier unsere Kunden sehr gute Erfahrungen gemacht mit weltweit über 400 Geräteinstallationen, die die großartige Zuverlässigkeit von den BlueSeal-Magneten im Feld demonstriert haben. Weiterer großer Vorteil der Magneten, unter anderem bedingt durch das geringere Gewicht, aber auch das nicht mehr notwendige Quenchrohr, sind häufig günstigere Installationskosten, die eine einfachere Einbringung in die Häuser ermöglichen. Das heißt zusammengefasst,
Sie sind bereits heute für die Zukunft gerüstet mit dem einzigen auf dem Markt erhältlichen 1,5-Tesla-Magneten im heliumfreien Betrieb. Der MR5300 kann dabei aber noch viel mehr, denn Produktivität steht hier im Fokus, sodass Sie schnell, komfortabel und zuverlässig im Alltag Bildgebung betreiben können. Ich habe das Symposium heute den Tag über verfolgt und ein Begriff, der immer wieder auftauchte, ist der patientenzentrierte Workflow. Und genau das bietet der MR5300. Durch Smart Workflow, sehr intuitiv bedienbar und dadurch auch aktuell ausgezeichnet mit dem Red Dot Design Award, konnten wir die Patientenlagerungszeiten minimieren und gleichzeitig durch 75% leichtere Spulen, neues Konzept, sogenannte Breeze Coils, den Patienten weiter ins Zentrum der Untersuchung stellen. Genauso wichtig sind ultraschnelle Untersuchungen an sich mit hoher Bildqualität. Und dafür bietet Compressed Sense bis zu 50% Beschleunigung der Untersuchung. Damit Sie mit dem System aber nicht nur heute, sondern auch in Zukunft zuverlässig arbeiten können, bieten wir neben den Vorteilen vom heliumfreien Betrieb mit einem All-Inclusive-Angebot auch Abdeckung im Service von Spulen und auch Upgrades vom MR-System. Die zweite Innovation, die ich Ihnen gern vorstellen möchte, ist unser neues Ultra-High-End 3-Tesla-Gerät, der MR7700. Der zeichnet sich insbesondere aus durch besonders starke Gradienten und eine besonders gute Homogenität der Magnetfelder, sodass er exzellent geeignet ist, beispielsweise für neurowissenschaftliche Bildgebung. Und ich habe Ihnen hier ein Beispiel mitgebracht von einer DTI mit 196 Richtungen für Fiber-Tracking und links auch nochmal vergrößert dargestellt in der DTI-Rekonstruktion. Können Sie wunderbar sehen, dass selbst feine Details von den Fiber-Tracks auf die Art und Weise im Alltag gut aufgelöst und dargestellt werden können. Der MR7700 kann aber noch viel mehr, denn er macht den Atomkern zum Parameter. Bisherige Geräte verwenden in der Regel Wasserstoff- oder Protonenbildgebung. Mit dem MR7700 ermöglichen wir nicht nur Multinuklei-Bildgebung, sondern machen Multinuklei zu einem einfachen Examcard-Parameter. Bedeutet für Sie in der regulären MR-Konsole, die Sie kennen, können Sie einfach als weiteren Examcard-Parameter andere Kerne anwählen und auch die Rekonstruktion der Bilddaten erfolgt in derselben Konsole, sodass wieder Smart Workflow die Multinuklei-Bildgebung ideal in Ihren Alltag integriert ist. Eine weitere Besonderheit ist, dass dabei gilt, eine Spule für eine Examcard. Das heißt, es lassen sich verschiedene Kerne in einer Examcard kombinieren. Hier haben wir ein Neurobeispiel, wo klassische Protonen Bildgebung kombiniert wird mit der Natriumbildgebung, wofür wir in dem Fall dieselbe Spule verwenden können. Aber der beste MRT, bereits angesprochen, braucht natürlich auch die beste MR-Konsole. Und ich freue mich daher, Ihnen als drittes Produkt MR Workspace vorzustellen, unsere Konsole für höchste Qualität und Effizienz, die nicht nur mit den neuen Produkten kompatibel ist, sondern selbstverständlich auch mit vielen bereits installierten Geräten. Sie sehen hier bereits die erste Neuerung, sehr große Bildschirme, 27K-Displays, hoch aufgelöst 4K, damit kein Detail verborgen bleibt. Jetzt lassen Sie mich einen kleinen Moment weiterschalten. Jetzt hängt nämlich gerade die Folie, hier sind wir. Das Besondere an MR Workspace, die Folie brauche ich nämlich dafür zum Veranschaulichen, ist die umfassende Integration in Ihren Workflow. Das heißt, der MR Day Manager bietet eine Übersicht über die Patiententermine und unterstützt Sie damit aktiv im Patientenmanagement. Selbstverständlich in der Bildgebung, hier hört es aber nicht auf, denn auch die Bild- und Datenanalyse ist insbesondere in der MR Console Pro aktiv unterstützt durch den zweiten Bildschirm, sodass Sie, während Sie den nächsten Patienten messen, auch die Bilddaten vom vorherigen Patienten direkt am Gerät anschauen können. Lassen Sie mich hier noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen. Für die effiziente Terminplanung ist es beispielsweise möglich, in einer chronologischen Ansicht der Patienten an dem Tag Protokolle im Voraus zu planen und auf komplizierte Pathologien im Vorhinein gemeinsam einzugehen. Sollte es zu Verzögerung kommen durch die Anbindung ans Kist und Riss und ein Patient verspätet sich, bekommen die Kollegen am Gerät aktuelle Benachrichtigungen über Verschiebungen im Arbeitsablauf.
Die Bedienung selbst ist dabei besonders intuitiv und Sie bekommen für jede Pathologie Vorschläge KI-basiert für Examcards am Gerät. Und das Besondere ist, dass das Gerät dabei von Ihren individuellen Gewohnheiten lernt und die Vorschläge an Ihre individuelle Anforderungen anpasst. Und bereits heute werden dabei bereits 80% der Messungen automatisch geplant. Sie sehen es auf den großen Bildschirmen, die Anwendung ist besonders einfach. 70% der Bedienoberfläche sind permanent für Bilddaten reserviert. Und diese intuitive Bedienung mit der einfachen Anwendung ermöglicht in vielen Fällen schnelleres MTAA-Training, sodass die Geräte und die Konsole dementsprechend bei Ihnen auch schneller in Betrieb gehen können. Last but not least, Smart Speed. Hohe Bildqualität und Geschwindigkeit, die für Sie direkt am Gerät immer griffbereit ist. Smart Speed zeichnet sich aus durch hohe diagnostische Genauigkeit. Die Ortsauflösung kann erhöht werden, der Kontrast kann erhöht werden. Gleichzeitig ist es aber auch möglich, die Produktivität zu steigern mittels Smart Speed. Und eine Besonderheit von Smart Speed ist die breite Anwendbarkeit. Denn Smart Speed ist kompatibel mit 97% all Ihrer bestehenden MR-Protokolle und bietet damit vielfältige Anwendungs- und Optimierungsmöglichkeiten. Ich freue mich an dieser Stelle für die technischen Details von Smart Speed, das Wort zu übergeben an meinen Kollegen Kilian Weiß, der uns näher erklären wird, wie Smart Speed eigentlich funktioniert. Vielen Dank, Stefan. In den nächsten 5 Minuten will ich ganz kurz auf die technischen Details von Smart Speed eingehen, bevor wir dann auch die klinischen Erfahrungen von Herrn Dr. Harder zu hören bekommen. Smart Speed. Zum einen eröffnet die Benutzung von Compressense auch in der nicht-kathesischen Bildgebung oder Implantatbildgebung oder auch der EPI-basierten Diffusionsbildgebung. Zum anderen kombiniert Smart Speed Compressense mit KI, also mit künstlicher Intelligenz oder eben auf Englisch AI. Um Ihnen etwas zu erklären, wie Smart Speed AI, also die Kombination von Compressense und AI genau funktioniert, möchte ich kurz auf die Compressense-Rekonstruktion eingehen. Compressense ist eine Kombination aus paralleler Bildgebung und der Compressensing-Theorie. Dazu werden die K-Raum-Daten in einem inkohärenten Sampling, also in einem randomisierten Sampling-Verfahren, das dichte gewichtet ist, also der K-Raum-Mittelpunkt wird etwas dichter gesampled, aufgenommen. Bringt man diese Daten in den Bildraum, sieht man rauschähnliche Artefakte. Diese rauschähnlichen Artefakte werden von dem Bildinhalt durch eine sogenannte Sparse-Transformation, für Compressense ist das die Wavelet-Transformation, getrennt und so ein entrauschtes oder ein korrigiertes Bild rekonstruiert. Wichtig ist, dass am Ende immer die Datenkonsistenz zu den aufgenommenen Daten überprüft wird, um zu verhindern, dass wir falsche Rekonstruktionen erzeugen. Dieses Ganze ist ein iteratives Verfahren, in dem auch die Spurensensitivitäten, also auch die parallele Bildgebung, mit einbezogen wird. Der Schritt von Smart Speed AI ist nun die Wavelet-Transformation, also die Sparse-Transformation durch ein Convolutional Neural Network zu ersetzen. Man kann sich vorstellen, dass ein Netzwerk, das direkt an MR-Daten trainiert wurde, wesentlich besser funktioniert als Sparse-Transformation im Vergleich zur Wavelet-Transformation, die eine generische Transformation ist. Um etwas genauer zu verstehen, wie Smart Speed AI genau funktioniert oder warum es besonders gut funktioniert, wollen wir uns auch nochmal den Rekonstruktionsfluss linear anschauen. Also wir haben auf der linken Seite die Datenaufnahme und danach fängt die Rekonstruktion an. Erst werden die Spuren kombiniert, sodass aus vielen Spurenbildern ein Bild entsteht. Auf diesem ganzen Weg verlieren wir Informationen. Wir konzentrieren uns auf die wichtigen Bildinformationen. Die Kombination aus Compressense und AI greift nun direkt nach der Akquisition ein, bei der Kombination der einzelnen Spurenelemente.
Wir bringen also die Fähigkeit der künstlichen Intelligenz sehr zeitig in die Rekonstruktion ein, wo noch alle Informationen uns zur Verfügung stehen. Und wie Stefan auch schon erwähnt hat, wurde der Erfolg dieser Adaptive CS-Net-Technik, wie sie im Wissenschaftlichen genannt wird, in der FAST-MRI-Challenge 2019 bestätigt. Um Ihnen jetzt noch einen kleinen Bildeindruck zu geben, sehen Sie hier ein Bild mit einem Sense-Faktor 6 vom Herz. Das ist parallele Bildgebung. Und wir sehen, dass für einen Beschleunigungsfaktor 6 wir sehr starkes Rauschen bekommen. Und das Rauschen überlagert die Anatomie. Und wir können viele Details in diesem Bild nicht erkennen. Benutzen wir nun die Konfluenzrekonstruktion für die gleichen Daten, ist das Bild schon wesentlich verbessert. Man kann die Herzklappen erahnen, aber erst bei der Kombination von Confluence mit AI können wir die Herzklappen wirklich rekonstruieren und das Bild wesentlich verbessern. An diesem Beispiel sieht man, welche Möglichkeiten es bringt, wenn man die AI wirklich zeitig in der Rekonstruktionskette einsetzt. Und mit dem will ich gerne an Herrn Harder übergeben, der uns mehr klinische Einblicke dieser Technik geben wird. Vielen Dank. Ja, guten Tag. Felix Harder von der TU in München. Vielen Dank, Kilian. Genau, ich werde einige klinische Beispiele eben zu der Compressense AI Bildgebung zeigen. Bei uns aus dem klinischen Alltag, das ist zum einen Bildgebung der Prostata und MRT des Rektums. Bei der Prostata haben wir uns eben vor allem auf die beschleunigte Bildgebung konzentriert. Hier links sehen wir bei einem gesunden Probanden die axiale T2, wie wir sie im klinischen Alltag eben durchführen, mit einem Compressed Sense Faktor von 1,7 bei einer Akquisitionszeit von knapp unter 5 Minuten. Wenn wir jetzt den gesunden Probanden hier dann nochmal scannen mit einem verdoppelten Compressed Sense Faktor auf 3,4, kommen wir auf eine Akquisitionszeit auf ungefähr 2,5 Minuten und bei einer Verdreifachung des Faktors auf 4,8 von initial 1,7 sind wir bei knapp unter 2 Minuten. Was man sieht, ist, dass eben ja, das Rauschen deutlich zunimmt und eben basierend darauf haben wir uns eben auch, basierend auf diesem Paper, was Kilian eben schon erwähnt hat, angeschaut, wie hilft hier die AI-Rekonstruktion. Das ist nochmal der gesunde Proband, links wieder das Standardbild und rechts das AI-rekonstruierte Bild. Und man sieht doch, dass das Rauschen deutlich nachlässt im Bild. Und auch wenn wir eben mit der Beschleunigung wieder hochgehen, hier auf 3,4-fachen Kompressenzfaktor, sehen wir eine deutliche Reduktion des Rauschens. Und ebenfalls, wenn wir auf einen 4,8-fachen Faktor gehen, wo wir eben bei einer Akquisitionszeit von knapp unter 2 Minuten sind, was, glaube ich, zu der initialen Zeit von knapp 5 Minuten doch recht beachtlich ist. Bildqualität sehr gut mit der Rekonstruktion hier zu sehen. Und was wir uns dann eben angeschaut haben, was hier oft so ein bisschen negativ erwähnt wird, sozusagen, wenn man sich die beschleunigten Rekonstruktionen, sei es jetzt zum Beispiel Compressense oder auch AI, basierte Bildgebung anschaut, dass eben die Befürchtung geäußert wird, dass relevante Pathologien entweder sozusagen aus dem Bild verschwinden oder hinzugefügt werden, artifiziell. Und daher haben wir das uns eben auch nochmal angeschaut bei Patienten mit gesicherten Prostatakarzinomen. Hier nochmal kurz das Pirate-Schema. Und wenn wir uns die Transitionalzone anschauen, interessiert uns natürlich vorwiegend die T2 erstmal. Hier ein Patient, links nochmal das klinische Standardbild, die 1,7-fach beschleunigte T2, dazu das 1500-Bild und die ADC. Und wenn wir uns das dann anschauen, wieder mit der AI-Rekonstruktion, sehen wir doch eine deutlich verbesserte Bildqualität bei weiterhin sehr gut abgrenzbarem Karzinom. Und dasselbe zeigt sich dann auch, wenn wir mit der Beschleunigung wieder auf 3,4 bzw. 4,8-fachen Compressenzfaktor gehen,
der das Karzinom weiterhin sehr schön abgrenzbar hier. Wenn wir uns die periphere Zone anschauen, interessiert uns natürlich vor allem die DWI. Wir sehen hier das B1000-Bild eines Patienten ebenfalls mit gesichertem Prostatakarzinom, was dem, glaube ich, nicht ganz ersichtlich wird, wo hier das Karzinom sein soll. Auch im 1500-Bild kann man es vielleicht ahnen, recht eindeutig ist es aber, glaube ich, nicht. Das ist die Diffusion 1500, wie wir sie standardmäßig fahren. Die Akquisitionszeit bei 3,48 mit einem Undersampling-Faktor von 3 und 12 Averages. Und wenn wir jetzt eben die AI-rekonstruierten Datensatz hier links anschauen, beziehungsweise die ADC rechts dazu, dann sehen wir auch, glaube ich, deutlich besser, wo hier das Karzinom ist. Und wenn man auch eben die Bildunterschrift hier beachtet, sind wir hier bei einer Akquisitionszeit von 1 Minute 57, wenn ich nochmal kurz zurückgehe, hier waren es 3,48 im klinischen Standard. Wie haben wir das gemacht? Wir haben eben die Averages halbiert von 12 auf 6, was eine sehr gute Methode ist, um die Bildakquisition zu beschleunigen, aber eben auch mit einem vermehrten Rauschen einhergeht. Und dieses Rauschen haben wir eben sozusagen durch die AI-Rekonstruktion dann minimiert, sodass wir bei deutlich reduzierter Akquisitionszeit deutlich bessere Tumorabgrenzung hier erreichen. Hier nochmal das zugehörige T2-Bild. Ist noch als Bild eines Patienten, auch ein kleineres Kollektiv, was wir uns kurz angeschaut haben, Patienten, die kein Buscopan bekommen können. Kennt, glaube ich, jeder eigentlich aus dem klinischen Alltag. Man sieht die Bewegungsartefakte. Wenn wir uns hier wieder die AI-rekonstruierte, beschleunigte Version anschauen, bei 2,36 liegen, glaube ich, sehr gut abgrenzbares Karzinom und auch hier die 4,8-fach beschleunigte ohne AI-Rekonstruktion und hier mit AI-Rekonstruktion, dann ist das doch, glaube ich, recht eindrücklich. Und wenn man sich das anschaut, links unser Standard 4 Minuten 45, rechts 1 Minute 59, da kann man, glaube ich, doch sehen, dass der Tumor deutlich abgrenzbar ist, mindestens gleich gut, wenn nicht einen Tick besser bei deutlich reduzierter Akquisitionszeit. Wir haben uns das in einer kleinen Pilotstudie mal angeschaut mit 32 Teilnehmern, ein Drittel gesunde Probanden und zwei Drittel Patienten mit gesichertem Karzinom, haben eben unsere klinisch standardmäßig durchgeführte T2 verglichen gegen die AI-rekonstruierte Sequenz bzw. die AI-rekonstruierten beschleunigten Sequenzen, sowie eben auch die Diffusion bei 1500 gegen die AI-rekonstruierte Diffusion. Es zeigt sich, dass eben die Bildqualität deutlich überlegen ist, dass Rauschen reduziert wird, Tumordetektion und diagnostische Sicherheit weiterhin sehr gut sind, teils etwas überlegen und, glaube ich, auch sehr wichtig für die Klinik, der Pirate-Score und die Läsionsgröße nicht divergieren. Was wir uns noch beim Rektum angeschaut haben, ebenfalls mit der Compressed Sense AI, ist zum einen die beschleunigte Akquisition und auch die höhere Bildauflösung. Hier links die bei uns standardmäßig durchgeführte T2 3D mit Compressed Sense Rekonstruktion, Compressed Sense Faktor von 10, eine Akquisitionszeit von knapp 5 Minuten und eben eine isotropen 1 mm Bildgebung. Und rechts sehen wir dann eben die AI-rekonstruierte Darstellung wieder mit einem deutlich erhöhten Kompressenzfaktor auf 25, weiterhin 1 mm isotrop und eben aber eine deutlich reduzierte Akquisitionszeit von wieder knapp 5 Minuten auf 1 Minute. Und ich glaube, da ist vom Bildeindruck kein großer Unterschied zu sehen. Auch nochmal hier links unsere Standardsequenz mit knapp 5 Minuten und rechts die Rekonstruktion mit 1 Minute. Hier noch ein weiteres Beispiel. Was wir uns neben der beschleunigten Bildgebung angeschaut haben, ist auch eben die verbesserte Auflösung. Wir sind, glaube ich, bei 1 mm isotrop schon ganz gut. Wie man hier links sieht, rechts sieht man eben die sozusagen Compressed Sense AI High Resolution, wie wir sie genannt haben. Die Akquisitionszeit bleibt eigentlich gleich, knapp 4,5-5 Minuten. Wir nutzen hier sozusagen den Kompressenzfaktor, aber eben nicht dann zur Beschleunigung der Bildgebung, sondern zur verbesserten Auflösung bei 0,75 mm isotrop.
mit einem doch schärferen Bildaspekt dann hier nochmal dargestellt und auch hier zu sehen, links unsere Standardsequenz und rechts die AI-Rekonstruktion mit 0,75 mm isotrop. So, dass ich zusammenfassend abschließend eigentlich sagen kann, für das Prostatakarzinom haben wir eben vor allem einen Benefit gesehen bei der Akquisitionszeit und damit auch vor allem bei den Bewegungsartefakten, insbesondere eben bei auch Patienten ohne Buscopangabe, sowohl eben für die T2, aber auch für die DWI und beim Rektum eben eine ja, 3D-Sequenz hier mit wieder verbesserter Akquisitionszeit und reduzierten Bewegungsartefakten und eben auch einer verbesserten Auflösung. Das war es von meiner Seite. Vielen Dank. Und jetzt darf ich weitergeben an Herrn Professor Kautscher. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann würde ich gerne weitermachen. Und wir wechseln das Thema. Wir sprechen jetzt über Spektral-CT in der klinischen Routine, das neue CT 7500 von Philips. Was sind die neuen Entwicklungen? Was können wir damit? Was kann das Gerät? Wir können damit die Geschwindigkeit erhöhen. Wir können die Dosis weiter und anders reduzieren. Wir können wahrscheinlich die Kontrastmittelvolumina erneut reduzieren. Und wir haben neue Werkzeuge, was Detektion und Charakterisierung von Läsionen betrifft. Das Erste, was wir gesehen haben, ist, dass das Gerät sehr schnell ist. Wenn Sie sich jetzt auf die Schildkröte fokussieren, dann haben Sie gar nicht gesehen, dass der Scan schon vorbei ist. Also, das heißt, wir haben gemessen, im Vergleich zu unserem älteren Philips-Gerät sind die Scanzeiten signifikant kürzer, während wir es bisher in den Abläufen noch nicht geschafft haben, das wirklich in eine Effizienzsteigerung umzusetzen. Dadurch, dass die Scanzeiten kürzer sind, ist das Thema Atemartefakte fast kein Thema mehr. Also bisher hatten wir es ja häufig, dass wir Intensivpatienten haben oder ganz schlecht kooperierende Patienten. Dann haben wir gesagt, ah, könnt ihr flach atmen? Und dann haben sie trotzdem, wenn der Scan durchgeführt wird, plötzlich tief eingeatmet. Das hat hier keine Effekte mehr. Ja, also hier frei atmende Patienten und scharfe Abbildungen sowohl der virtuellen monoenergetischen Bilder, aber auch der entsprechenden Multi-Energie-Maps, die wir generieren. Das heißt, wir können uns darauf vorbereiten, dass wir zahlreiche Untersuchungen und Scans ohne Atemkommando durchführen können. Was können wir noch machen? Wir können die Dosis reduzieren. Hier mal das, was wir mit dem Icon Spektral-CT vorher gemacht haben. Das hier geht. Ups. Nein, geht nicht. Dass wir nach BMI ein bisschen die Einteilung der Dosisapplikation auf der Basis von 120 kV verändert haben. Jetzt haben wir die Möglichkeit, 100 kV Untersuchungen zu machen, sodass wir bei leichten Patienten mit einem BMI unter 24 im elektiven Betrieb über die 100 kV nochmal deutlich die Dosis reduzieren können. Dann haben wir Dosisanpassung an den Patientendurchmesser. Das müssen wir dann noch ein bisschen steigern, weil wenn wir lange Volumina aufnehmen, je nachdem, wo der Patientendurchmesser in welcher Projektion gemessen wird, können wir zu einer Überschätzung der Dosis für den Thorax und einer Unterschätzung für das Abdomen kommen. Da müssen wir die Schritte Richtung Volumen gehen, damit wir dann in dem Zusammenspiel mit dem Dosismanagementsystem für die einzelnen Organe wirklich die Organdosen spezifisch messen und auch dokumentieren können. Mindestens genauso spannend ist das Thema Kontrastmittelreduktion. Hier mal gezeigt, ohne BMI-Anpassung mit einem CNR-Kontrast zu Noise Ratio von 13 mit 95 Milliliter, dann mit BMI-Anpassung, Patientin wog dann 65 Kilo, 75 Milliliter und dann in der nächsten Kontrolle Patientin wog 55 Kilo, nur noch 60 Milliliter. Und das sind immer noch reichlich sichere Kontrastmitteldosen. Hier 50-prozentige Kontrastmittelreduktion von 80 auf 42 Milliliter, konventionelles Bild jetzt mit dem CT 7500 mit dieser Dosis und dann machen wir das multienergetisch und machen uns ein virtuelles Bild bei 40 KeV und wir haben mindestens so viel Kontrast zu Rauschen
wie im konventionellen Bild mit der doppelten Kontrastmittelmenge. Das hilft uns natürlich auch bei Untersuchungen, die entweder nicht gut gelaufen sind oder wir machen ein venöses Abdomen und gucken auf dieses Bild und dann tun wir uns extrem schwer, hier eine Lungenembolie zu diagnostizieren oder auszuschließen. Und wenn wir das mit dem Jodbild machen, dann ist die Sache klar. Hier Ausschluss abdominelle Blutung, späte venöse Phase im Abdomen-CT. Was ist hier im rechten Unterlappen? Wenn wir das Mono-E-Bild haben bei 40 KIV, klarer Unterschied rechts gegen links und damit die Diagnose der Lungenembolie rechts unten. Der voreingestellte Cutoff ist ein bisschen sehr streng, wenn es um Enhancement geht. Also wenn wir diesen Embolus hier in der rechten Pulmonalarterie haben, dann ist so viel Überstrahlung da, dass der Cutoff eigentlich überschritten wird, obwohl wir uns absolut sicher sind, dass wir hier kein Pulmonalarteriensarkom, sondern eine Embolie haben. Wir können dann durch die quantitative Auswertung und die Jodkarten oder hier die Z-Effektivkarten die Bereiche Emphysem und Lungenembolie, also Perfusionsdefizit, mit diesen Aufnahmen differenzieren, was auch ausgesprochen hilfreich ist. Dann haben wir hier Thema perikardialer Rezessus. Das ist eine Nachsorge von Patienten mit Merkel-Zell-Karzinom. Das hier haben wir immer als möglicherweise Lymphknoten beschrieben, insbesondere wegen der Form und weil er nicht ganz klar wasseräquivalent war mit der Jodkarte, ganz klar null Enhancement, null solide Struktur, endlich eine klare Zuordnung, dass dieses keine messenswerte Metastase ist. Hier Läsion im Herzapex, auch Staging eines neuroendokrinen Tumors. Hier dieser hypodense Befund im konventionellen Bild, ein bisschen unklar. Und dann in der Jodwasser, kein Wasserkarte, klar, kein Enhancement. Auch hier wieder das Thema der Jod-Cut-Off durch die Überstrahlung. Hier zum Beispiel arterielle Phase bei Suche nach HCC-Knoten und Sie sehen, dass im konventionellen CT wir uns äußerst schwer tun, diese hyperdensen Knoten zu sehen, während sie im 40 KIV-Bild oder auch in der Z-Aktivkarte eindeutig zu klassifizieren sind. Virtuell nativ hilft auch, insbesondere Thema Nierenzysten und hämorrhagische Nierenzysten. Auch im virtuellen Nativbild können wir klar die virtuelle, die hämorrhagische Zyste sehen, der Jodkarte, dass es eine Zyste ist. Urothelkarzinom, häufig auch eine Herausforderung. Wo ist die Abgrenzbarkeit gegenüber dem Cortex? Wo ist die Infiltration? Wie sieht das genau aus? Auch hier deutlich klarere Darstellung, sowohl in der Jodkarte als auch in der 40 Mono-E-Ausspielung. Spannend, Abgrenzung, lokale Recurrence gegenüber Narbenbildung nach nierenerhaltender Operation. Auch hier klare Sache, virtuell Non-Contrast und Jod, kein Wasser. Also hier ganz klar Narbengewebe. Spannend hier, extranodales Marginalzell-Lymphom, Raumforderung, Auftreibung. Hier im Zylkum und dann in der Jodkarte ganz klar eine erhöhte Verdachtsmomente, dass es sich hierbei um eine Manifestation des Lymphoms handelt. Wo wir am überraschtesten waren, ist das Thema Weichteilmetastasen. Das ist ja normalerweise schwer zu sehen im CT und häufig eine Überraschung. Das geht im PET und im MR immer viel leichter. Wenn wir aber eine Jodkarte haben, dann kann man sehr schön hier die Jodanreicherung in der Metastase im Weichteilgewebe sehen. Und das setzt sich auch um, zum Beispiel Nebenbefund Mammakarzinom, Staging bei Ovarialkarzinom. Wir haben ein bisschen Kontrastmittel gegeben, über den Thorax gefahren. Konventionell hätten wir das kaum erkannt. Und im 40 Mono-E oder auch in der Z-Effektivkarte ganz klar das Enhancement, ganz klar ein suspekter Befund, der dann auch später bestätigt wurde. Spinale Metastasen,
auch konventionell im CT immer eine Herausforderung. Auch hier wird es durch die 40 Mono-E-Karten deutlich leichter und Sie sehen hier das entsprechend vergleichende MRT. Sogar Richtung Knochenmark wird was möglich sein, also Patienten mit malignem Lymphom. Da geht's ja, haben wir natürlich nicht das Knochenmark im CT gestaged, aber wir haben mal darauf geachtet, dass wir hier in der Calciumsuppressionsausspielung dann einen kleinen fokalen Befund haben, den wir konventionell sicherlich nicht gesehen hätten. Whole-Body-CT das gleiche, multiples Myelom, da haben wir immer das Wechselspiel zwischen MR und CT. Auch hier kann man sich, glaube ich, große Hoffnungen machen, dass wir mit der Spektral-CT noch erheblich mehr Informationen tatsächlich zur Knochenmarkinfiltration bei multiplem Myelom bekommen. Also zusammenfassend, Spektral-CT 7500, Geschwindigkeit und der Tisch sind absolut überzeugend. Wir haben jetzt schon erste Schritte Dosisreduktion realisiert und werden das dieses Jahr weiterführen. KM-Reduktion ist realisiert. Spektral, die einzige Herausforderung ist, man muss sich entscheiden, wie man sich die Bilder in den Hangings darstellen lässt, damit man die Informationen möglichst schnell aufnimmt. Wir waren überrascht, wie klar dieses Gerät uns eine höhere diagnostische Sicherheit gibt. Wir machen weniger Wiederholungen, wir brauchen weniger Kontrollen und wir brauchen weniger Abklärungen mit anderen bildgebenden Verfahren. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Professor Caucho. Ich hoffe, man hört mich wieder. Ja, sieht so aus. Ich darf mich bedanken bei allen Vortragenden und für die sehr interessanten Vorträge und gerade, wie Sie gerade beschrieben haben, Professor Caucho, was es dort auch an Dingen gibt, die Sie im Bereich CT jetzt mit dem CT 7500 machen können. Basierend auf den, ich weiß jetzt nicht, ob das am Anfang hatte ich vergessen zu erwähnen, dass wir die Möglichkeit haben, über den Chat Fragen zu stellen. Da sind jetzt ein, zwei Fragen gekommen. Wir haben auch noch durch die Organisationskomitee des Symposiums noch kurz Zeit bekommen für diese Fragen. Und deswegen würde ich gerne mit Ihnen kurz diese beiden Fragen nochmal durchgehen. Also einmal, Professor Caucho, ich habe eine Frage von meiner Seite bezüglich, weil Sie da die Beispiele gebracht haben, bezüglich der Vergleichbarkeit MR-Diagnostik und CT, dass Sie beim CT bestimmte Dinge schon erkannt haben in der Befundung. Haben Sie dadurch den Patienten nicht mehr im MR untersuchen müssen, weil Sie den Befund schon im CT gesehen haben? Oder sagen Sie, oder hat, also sprich, hat es dann im Ablauf, im Befundungsablauf dort eine Änderung gegeben? Oder wie ist der Patient dann anschließend weiter versorgt worden? Also wir haben öfter mal die Konstellation, dass wir kein MR mehr empfehlen, weil wir uns im CT unsicher sind. Was wir noch nicht gemacht haben, wir haben relativ viele Patienten, bei denen wir komplexe Staging-Konstellationen haben, also entweder CT-Thorax-MRT-Abdomen oder Ganzkörper-CT und dann von bestimmten Bereichen ein MR. Da haben wir jetzt noch nicht die Dinge geändert. Ich glaube jedenfalls, dass für alle Tumoren, die Weichteilmetastasen machen können, wir sehr gut jetzt allein mit der Spektral-CT aufgestellt sind und dass wir da nur bei besonders schwierigen Fällen noch ein MR brauchen werden. Okay, vielen Dank. Und des Weiteren, weil Sie beschrieben hatten, den Einsatz der Bild, also bei der verschiedenen Bilddarstellung, Mono-E, Jodkarten, ist das bei Ihnen in der Abteilung schon so, dass es sofort genutzt wird oder dass vielleicht auch Standardeinstellungen gleich mit Jod, gleich mit Mono-E gezeigt werden in der Voreinstellung für die Befundung? Ja, also wir nutzen die Mono-E, die 40 Mono-E sehr häufig. Mir persönlich gefällt die Z-Effektiv besonders gut. Die meisten meiner Mitarbeiter gucken sich aber sonst noch ergänzend die Jodkarte an. Gut, vielen Dank. Gut, dann habe ich noch eine Frage an Dr. Harder, die auch aus dem, die dort auch zu sehen ist. Ja, woher kommen die Daten des Deep Learnings, Referenzzentrum und wie ist das Ganze validiert worden? Und da würde ich mich freuen, wenn Sie da eine Antwort hätten. Ja, genau, vielen Dank für die Frage. Also eigentlich führt jetzt, glaube ich, ein bisschen weit. Da würde ich
eigentlich nochmal auf dieses Paper, was ich erwähnt hatte von Pizzotti von 2019 nochmal verweisen. Damals war das ja sozusagen initial durchgeführt worden bei der Fast MRI Challenge von eben von Facebook und von der NYU. Und damals wurde sich eben auf das Knie-MRT fokussiert und eben sozusagen der Deep Learning-Algorithmus an Knie-MRTs trainiert und dann im Rahmen dieser Challenge eben auch von Radiologen validiert. Bei uns war jetzt sozusagen der Algorithmus noch etwas weiterentwickelt, also an anderen Bildern nochmal trainiert. Genau, das gibt es, glaube ich, eigentlich dazu zu sagen. Und wie validiert, also wie gesagt, das wurde initial eben im Rahmen dieser Challenge sozusagen damals von, glaube ich, 4 Radiologen, wenn ich das richtig erinnere, validiert. Und ich kann jetzt nur was zu unseren klinischen Studien sagen. Wir validieren es halt einfach ganz normal eben gegen unsere Standardsequenz, eben gerade auch aus dem Aspekt sozusagen Markierung oder Maskierung von Läsionen oder künstliche Generierung neuer Läsionen. Genau zu den technischen Hintergründen würde ich, wie gesagt, nochmal auf dieses Paper verweisen, was sehr interessant ist. Ja, okay, vielen Dank. Und dann noch eine Frage von mir. Ist es so, dass Sie, also Sie haben das ja beschrieben, dass Sie im Grunde genommen alle Dinge, die Sie dort sehen, praktisch auch der Anatomie entsprechen, aber gibt es Anatomie, also gibt es eventuell Verluste durch KI in der Anatomie? Genau, das war eben auch, was heißt unsere Befürchtung, jetzt würde ich nicht sagen, aber unser Interesse, und das haben wir nicht gesehen. Und klar, es ist immer schön, ein schöneres Bild zu haben, denke ich. Was aber am Ende jetzt zum Beispiel bei der Prostata einfach auch das Relevante ist, natürlich ändert sich der zum Beispiel der Pirate Score. Ja? Oder sehen wir überhaupt vielleicht Karzinome, vor allem auch kleinere Karzinome, eventuell sogar gar nicht mehr. Und das haben wir eben auch dezidiert angeschaut und das konnten wir auf jeden Fall ausschließen. Und das ist, glaube ich, das, was primär für die Klinik zählt oder was das Ganze dann klinisch anwendbar macht. Okay, ja, vielen Dank. Gut, von meiner Seite, da nicht weitere Fragen gestellt worden sind, gibt es von Ihrer Seite noch, also Gaucher, Dr. Harder, irgendwelche Dinge, die Sie noch an Fragen hätten? Von meiner Seite nicht. Darf ich noch ein Statement abgeben? Ja, ich finde es super spannend zu sehen, wie die Modalitäten CT und MR sich zwar parallel, aber ein bisschen unterschiedliche Richtungen weiterentwickeln und jeweils Felder erschließen, wo man immer dachte, ah, das ist ein CT-Feld, das ist ein MR-Feld. Die Grenzen verschieben sich und definieren sich wieder neu. Ich finde das super spannend, das zu beobachten mit den neuen Technologien, die wir jetzt gerade präsentiert haben. Ja, ja, vielen Dank, Professor Kautschow. Gut, dann, wie gesagt, nochmal vielen Dank an alle Beteiligten, an die Vortragenden und an die spannenden Vorträge und für die spannenden Vorträge und die interessanten Vorträge und auch mit den ganzen Bildbeispielen. Und da wünsche ich allen noch einen schönen Abend, auch den Zuhörern und Zusehern. Und ich hoffe, dass wir dann nächstes Jahr endlich uns mal wieder in Garmisch treffen können. Das Ganze face-to-face. Und ja, bei der Gelegenheit noch schöne Grüße aus Hamburg und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Tschüss. Ciao.